1R33 Edinburgh Waverley, Glasgow Queen Street Express. 9:29 Uhr. Fahren Sie einen Expresszug von Edinburgh Waverley nach Glasgow Queen Street. Fahrzeug Class 385 ScotRail. Zuggewicht 338,3 Tonnen, 8 Einheiten im Zugverband und eine Zuglänge von 200,4 Yard. Und damit, liebe Zuschauende, herzlich willkommen zurück in Transimworld 3 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich begrüße euch heute auf der ersten neuen Strecke für Transimworld 3 im Jahr 2023. Und dabei handelt es sich um die Strecke ScotRail Express und diese führt uns von Edinburgh nach Glasgow. Es ist also eine, wenn nicht sogar die wichtigste schottische Eisenbahnstrecke. Und diese ist eben heute am 26. Januar 2023 als DLC für Transimworld 3 veröffentlicht worden. Und zu dieser Strecke, die 48 Meilen lang ist, das entspricht 77 Kilometern, gehört auch dieses wunderschöne Fahrzeug, die Class 385 in der ScotRail Express Lackierung. Ja, wir stehen jetzt aktuell hier am Hauptbahnhof von Edinburgh, also die Station Edinburgh Waverley. Und unser Ziel soll heute sein, auf einer Expressfahrt die Station Glasgow Queen Street, also der zweitgrößte Bahnhof in Glasgow. Es sind auch die beiden größten Städte in Schottland, welche durch diese Strecke verbunden sind. Die Strecke wurde entwickelt von Rivet Games, gepublished von Dovetail Games und ist erhältlich für 35,99 €. Aktuell ist die Strecke für den PC und dort in Epic Store und Steam Store und für die Xbox Series XS sowie für die Xbox One. Für die PlayStation, da wird diese Strecke erst am 31. Januar, also kommende Woche Dienstag, veröffentlicht. So, ganz wichtig ist hierbei der TMS-Bildschirm, den wir hier als Spielender steuern können. Und dann gibt es nämlich einige interessante Funktionen. Hier können wir zum Beispiel das Fahrgastlicht anmachen, aber das Wichtigste, die wichtigste Neuerung hier, Auto Announce, das sind nämlich Zugdurchsagen, die erstmals hier mit diesem DLC enthalten sind. Und da können wir ja gleich mal eine machen. So. Welcome to the ScotRail service to Glasgow Queen Street. So, und dann können wir losfahren. Und unsere erste Station auf unserer Fahrt von Edinburgh Waverley nach Glasgow Queen Street, das ist Haymarket und die ist ja gar nicht so weit weg, diese Station. Ja, also wir können hier über den Monitor komplett unsere Zugdurchsagen steuern. Wir können ja gleich mal die nächste Station, weil sie nicht weit weg ist, ansagen. Ja, Haymarket, das ist die nächste Station. Da wissen wir wenigstens auch gleich, wie diese ganzen Stationen korrekt ausgesprochen werden. Denn ich selber bin auf dieser Strecke noch nie unterwegs gewesen als Fahrgast. Von daher bin ich schon mal vorweg um Verzeihung, wenn ich hier einige Ortsnamen falsch ausspreche. So, ja, wir haben also hier verschiedene Rubriken. Alles, was wir so ansagen können, zum Beispiel zum Thema Rauchen, können wir noch eine Ansage machen. Ja, also das heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie das Rauchen ist in allen Bahnhöfen und in allen Zügen verboten, beziehungsweise man soll halt eben diese sogenannten E-Zigaretten benutzen. Falls jemand von euch damit Erfahrung hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ich selber bin in der Tat Nichtraucher, habe noch, ob ihr es mir nur glauben mögt oder nicht, noch nie in meinem Leben irgendeine Zigarette mal ausprobiert. Aber wer von euch Raucher ist, kann das ja mal reinschreiben. Aber Achtung, wie gesagt, Rauchen muss man natürlich hinweisen, wenn man mit dem Thema anfängt, ist natürlich gesundheitsschädigend oder kann gesundheitsschädigend sein. Muss ich euch ja darauf hinweisen, wenn wir auf dieses Thema zu sprechen kommen. So, jetzt können wir doch mal kurz noch mal beschleunigen. Jetzt hier durch den ersten Tunnel, durch den wir fahren, nachdem wir den Hauptbahnhof von Edinburgh Waverley hier verlassen haben. Geht es also noch mal ganz gewaltig hoch mit dem Tempo, bevor wir jetzt eigentlich gleich schon wieder anfangen können mit Abbremsen. So, kann ich jetzt die Next Station noch mal ansagen? So, dann sagen wir das einfach noch mal an, beziehungsweise haben es noch mal angesagt und können dann langsam mal wieder anfangen, die Geschwindigkeit schon zu reduzieren, damit wir auch hier pünktlich an unserer ersten Station hier zu stehen
kommen. Ich habe mich hier bei der für die erste Fahrt für einen Fahrplan, eine Fahrplanfahrt entschieden. Eine der schnellsten Verbindungen, denn laut Beschreibung soll das Ganze hier wohl nur, sage und schreibe, nur, das war gar nicht so lange, wie das dauern sollte, also nur 43 Minuten, ob wir das wirklich schaffen, wird sich zeigen. Ich glaube fast eher nicht so. Jetzt, hier ist es nicht schlimm, wenn man sich jetzt hier so ein bisschen verbremst, denn ihr habt ja gesehen, die Markierung, die lag ja ein bisschen verkehrt. Und von daher macht das nichts, wenn man darüber ein bisschen hinausfährt. Das wird dann zwar als ungenau gewertet, aber das ist nicht weiter schlimm. Schlimm ist es, wenn man ein rotes Signal überfährt. So, jetzt können wir das auch nochmal ansagen, wo wir sind. This is P-Market. So, dann gibt es aber auch verschiedene andere Sachen, die wir hier ansagen können, dass wir ein Schnellzug sind zum Beispiel. Moment. Fast. Fast train approaching. So, oder wir können auch sagen, hier das Train, was für ein Zug wir sind. So, Türen sind. Train is for Glasgow Queen Street. So, dann geht's für uns jetzt wieder weiter. Kaum die Türen verschließen. Achso, Moment, wir müssen die Türen natürlich verschließen, sonst können wir hier nicht losfahren. Logisch, sonst kriegen wir gar keinen. Ja, schöner Betriebsfehler, den wir jetzt hier gemacht haben. So, jetzt werden wir aber auch ein bisschen schneller beschleunigen, denn hier sind ja 50 Meilen erlaubt. Erinnert euch denn der Anfahrsound des Zuges so ein bisschen, also mich erinnert das immer so irgendwie an die Berliner S-Bahn vom Anfahrsound her, also an die 481, die ja in Berlin unterwegs ist. So hatten wir uns jetzt eigentlich die Zugsicherungssysteme eigentlich aktiviert. Okay, hatten wir gemacht. Gut. So. Dann sollen wir, jetzt müssen wir mal im Streckenmonitor schauen. Ich verwechsel das nämlich gerne, fahre über mit Halte irgendwo. Also die nächsten drei Orte sind erstmal zu überfahren. Und die nächste Station ist dann erst in einer guten 20 Minuten Falkirk. Falkirk High, wo wir dann erstmal wieder anhalten. Wir sind ein Expresszug. Ihr seht es ja, wo halten wir denn noch? In Glasgow Queen Street. Also nur zwei Unterwegshalte. Ist ja zum Kennenlernen der Strecke jetzt nicht so schlecht. Jetzt können wir uns vielleicht auch mal ein bisschen hier umschauen. Es gibt ja auch einige Sehenswürdigkeiten hier, zum Beispiel dieses Stadion. Fragt mich jetzt nicht, wie die heimische Mannschaft hier heißt, die in Edinburgh spielt. Und da gibt es, glaube ich, noch das Schloss, was man hier in Edinburgh sehen kann. Und es gibt sogar in Edinburgh auch KI-Straßenbahnen, die dort rumfahren. Das kann man da auch beobachten. Ich weiß aber nicht, ob man da auch als Fahrgast mitfahren kann. Man kann sie zumindest als Spielender oder als Spielende, kann man die Fahrzeuge nicht fahren. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, als Fahrgast mitzufahren. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube ja, das wird wie mit der Wuppertaler Schwebebahn sein, dass wir einfach diese ganzen Fahrzeuge zwar sehen können. Hier fuhr doch gerade eine. Das war perfekt. Das war doch perfekt. Haben wir gerade eine über die Brücke fahren sehen. Gibt es, glaube ich, insgesamt 78 KI-Fahrten der Straßenbahn, die hier in Edinburgh zu beobachten sind. So, dann gibt es, ja, mal zur Information. Also, das DLC kostet 35,99 €. Auf allen Plattformen gleich. Wie gesagt, auf der PlayStation 4 und 5, da gibt es das erst ab Dienstag. Im Hintergrund waren da technische Probleme. Da gab es eben mit diesem Bildschirm hier wohl noch Probleme, das für die Konsolen umzusetzen. Und jedes Mal, wenn da eine neue Version des Spiels auf die Konsolen geladen werden muss, dann muss das Ganze eben auch erst wieder zertifiziert werden. Das Ganze ist eben halt auch, das dauert dann eben immer eine gewisse Zeit, weil das muss ja, glaube ich, dann Sony immer erst alles freigeben, soweit ich weiß. Und das kann manchmal gerade dann eben leider ein bisschen dauern. So. Ja, die Strecke, wie gesagt, 48 Meilen lang, entspricht 77 Kilometern und damit haben wir eine absolut übliche Länge für Trains in World 3 Verhältnisse. Es ist jetzt nicht zu kurz, es ist aber auch nicht zu lang. Also so eine perfekte Länge. Also eigentlich ist das schon fast eine der längeren Personenzugstrecken für dieses Spiel. Kann man jetzt auch mal so sagen. Also eigentlich eine etwas längere Strecke aus Personenzugsicht gesehen. Da haben wir nicht viele, die so lang sind. Ja, dann fahren wir als nächstes über Inlego. Inlego war die Station, wo es so die ersten Screenshots gab und einige dann schon in Ziffern konnten. Es könnte sich möglicherweise um die Strecke
Glasgow, Edinburgh handeln. Und ja, ist auf jeden Fall, die Strecke ist angesiedelt im Jahr 2018, also nach der Elektrifizierung. Deswegen können wir auch hier dieses moderne Fahrzeug auf dieser Strecke fahren. Wer diese Strecke vor der Elektrifizierung erleben möchte, der kann sich ja mal, und zufällig den Train Simulator Classic besitzt oder sich kaufen möchte, da gibt es diese Strecke nämlich auch aus dem Jahr 2011, also das ist, das DLC ist im Jahr 2011 erschienen und ist wahrscheinlich 2010, 2009 angesiedelt. Das heißt, er kann diese Strecke dort eben in der Zeit vor der Elektrifizierung mit einem auch etwas anderen Fahrzeug erleben. Also das ist nur mal am Rande erwähnt. Es ist halt immer so schön, wenn man die Strecken für mehrere Spiele hat und dann auch noch in verschiedenen Zeitaltern. Also das finde ich dann so eine tolle Sache. Zu dieser Strecke gibt es natürlich 5 Szenarien. Und da werden wir sicherlich auch noch mal reinschauen im Verlauf der Let's Plays zu dieser Strecke. Dann gibt es natürlich für die Class 385 ein Trainingsmodul. Thema Ansagen und so weiter, da wird euch das nicht erklärt, sondern müsst ihr euch selber so ein bisschen durchfummeln. Aber das ist eigentlich, also wenn ihr so ein bisschen Grundkenntnisse im Englischen habt, weil viel mehr habe ich im Englischen auch nicht, da ist das eigentlich selbst erklären, was dort was bedeutet. Und da habt ihr da relativ schnell auch den Durchblick, was ihr da wo einstellen könnt. Dann gibt es 221 Fahrplanfahrten. Dazu zählen eben Fahrten über die komplette Strecke, dann eben Fahrten, die dauern halt wie gesagt zwischen 43 und also zwischen 43 und bis zu einer Stunde. Also es gibt ja auch Fahrplanfahrten, die dauern wirklich eine Stunde, dann habt ihr eben mehr unterwegs halt logischerweise bei der Fahrzeit von einer Stunde. Dann gibt es zu dieser Strecke aber auch noch einige zusätzliche Fahrplanfahrten, aber die sind diesmal sehr übersichtlich. Es gibt zum Beispiel 2 Fahrten für die Class 314, die gehört zum DLC Kefkir Circle Line, also zur ersten schottischen Strecke, die es für Train Simulator 3 gibt. Das ist so dieser etwas ältere Vorzug. Da können hier auf der Strecke auch 2 Fahrplanfahrten übernommen werden. Und dann gibt es noch eine Fahrplanfahrt für die Class 66, vor allem für den Rail Treatment Train, aber es kann die Class 66 aus mehreren DLCs dafür genutzt werden. Und Rail Treatment Train, das ist dieser Zug, der ist, glaube ich, als eines der ersten DLCs für TSW 3 erschienen. Das ist dieser Zug, der die Schienenköpfe reinigt. Da könnt ihr auch ebenfalls eine kurze Fahrplanfahrt übernehmen. Ja, da so viel zum Thema Fahrplanfahrten. Also es sind insgesamt mit den zusätzlichen 224. Die Fahrplanfahrten, gerade für die Class 385, die sind unterschiedlich. Das Fahrzeug gibt es in unterschiedlichen Längen, also einmal vierteilig und einmal dreiteilig. Und die Fahrplanfahrten eben entsprechend aufgeteilt. Bereitstellungsfahrten gibt es. Es gibt kurze Vorortfahrten im Raum Glasgow. Es gibt mit der dreiteiligen Einheit auch Vorortfahrten hier im Raum Edinburgh. Und eben, wie gesagt, Fahrten die komplette Strecke. Also so, dass man eben kurze Fahrten hat und oder wie jetzt hier, also das, was wir machen, das ist schon eine etwas längere Fahrt, aber es ist nicht die längste Fahrt und wir fahren zu langsam. Ihr seht, die Brücke war zu Ende oder vorbei, jetzt können wir das wieder passieren. Da es ja eine neue Strecke für Train Simulator 3 ist, seht ihr ja selber, dass ja hier logischerweise auch das neue Lichtsystem verwendet wird und eben auch die neuen Sachen wie Funken hier beim Stromabnehmen und so weiter, eben diese ganzen neuen Features auch hier Berücksichtigungen finden nach 1990, okay. Das ist, wie gesagt, ja dann eben fast schon selbsterklärend. Und wir machen das jetzt groß, das brauchen wir hier nicht. So, es ist, wie gesagt, eine der neueren Strecken, also eine neue Strecke, und da haben wir halt auch die neuen TSW 3 Features, die hier eben Anwendung finden. Dann, ja, wie gesagt, viele verschiedene Fahrplanfahrten, neue Train Simulator 3 Features und eben das neueste oder interessanteste Feature hier, wie gesagt, das sind halt eben die Zugdurchsagen, die hier verwendet werden können. So, was können wir denn noch sagen zum Thema Tickets? So, und Thema Tickets, da vielleicht auch nochmal eine kleine Ergänzung dazu zum Thema Tick oder vielleicht noch zu den Ansagen. Ja, das war jetzt sicherlich für die meisten sehr schlecht zu verstehen. Das ist aber, soweit ich weiß, wirklich so, dass das Zugansagen im Führerstand eigentlich immer schlecht zu verstehen sind. Oder meistens, wenn eben die Triebfahrzeugführenden
eben in einer Lokomotive sitzen, hören die ja in der Regel gar keine Zugdurchsagen, es sei denn, sie machen selber Zugdurchsagen. Ansonsten hören sie das eigentlich nicht, soweit ich da informiert bin. Beziehungsweise, wenn man sich manchmal so Führerstandsmitfahrten anschaut, von S-Bahnfahrten oder so, das sind immer die Zugdurchsagen, die sind im Fahrgastraum lauter zu verstehen als eben im Führerstand. Von daher ist das jetzt hier kein Bug oder sowas, sondern es ist einfach dadurch, dass wir hier im Führerstand eben ein lautes Rollgeräusch haben, sind die natürlich bei so hohen Geschwindigkeiten eben auch nicht mehr ganz so verständlich wie bei niedrigen Geschwindigkeiten. Aber ich finde es, wie gesagt, trotzdem toll, dass Rivet Games das Ganze jetzt hier umgesetzt hat. Man hat es ja damals schon bei dieser S-Bahn Zentralschweiz gesehen, dass man da eben schon mit diesen Monitoren schon so arbeiten konnte, Zugziele einstellen konnte und so weiter. Da hat man schon gesehen, dass der Aufbau so, dass da schon so darauf hindeutete, dass da eventuell bald vielleicht ein neues Feature kommen könnte. Wie gesagt, ich würde mir das wünschen, auch für die anderen Strecken, sofern das technisch eben umsetzbar ist. So, hier auch nochmal ein Blick in die Weiten der schottischen Landschaft. Wir sind ja sehr im Süden Schottlands unterwegs, also Schottland zieht sich ja dann nochmal einige hundert Kilometer in den Norden. Da gibt es auch wunderschöne Bahnstrecken, die man dort erleben kann. Bekanntester historischer Zug ist natürlich dieser Royal Scott Express, der da von Glasgow aus bis nach Melaik fährt. Aber es geht noch weiter in den Norden. Ich glaube, so der nördlichste Bahnhof von Großbritannien, der liegt in Schottland, wie sich das nennt, wo dann hingereist werden kann. Also das sind dann eben so die nördlichsten Stationen, die da mit dem Zug erreicht werden können. Wie gesagt, Schottland ist ja sehr groß, dann gibt es ja noch weiter und dort noch einige Inseln, Shetland Islands, Orkanei. Also ein Land, was sich auf jeden Fall allein von der Landschaft her schon lohnt hinzureisen. Wie gesagt, die Bahnstrecke, wo wir jetzt hier unterwegs sind, ist noch die Bahnstrecke, wo der meiste Eisenbahnverkehr in Schottland unterwegs ist. Die Endstationen Edinburgh Waverley zum Beispiel auch Ausgangspunkt für sehr viele Fernverkehrsverbindungen Richtung Aberdeen, aber auch in Richtung Süden, vor allem Richtung London, Newcastle, Glasgow, Queen Street, den Bahnhof, den wir heute erreichen werden, das ist auch ein Fernverkehrsbahnhof, aber der deckt halt in Schottland mehr den Raum so Richtung Nordschottland ab. Wer jetzt Richtung London möchte, der muss die 500 Meter zu Fuß zur Central Station gehen und da gibt es dann viele Verbindungen in Richtung England und Wales. So, jetzt geht's durch den nächsten Bahnhof in Lego. Durchsausen und die Leute, ja, alle lebensmüde, dass die so nah da an der Bahnsteigkante unterwegs sind. Ja, auch wenn mal, dass dann jemand etwas passiert ist. So, hier, oh, und das passiert, wenn man nicht aufpasst. So, da müssen wir nämlich auch ein bisschen runterbremsen hier. Viel zu schnell unterwegs, Geschwindigkeitsüberschreitung, das sollte eigentlich nicht passieren. So. Aber dann dürfen wir gleich wieder 100 Meilen fahren. Also das ist auch die Höchstgeschwindigkeit des Zuges, 100 Meilen, entspricht 160 Stundenkilometern. Also man ist ja schon als Expresszug und überhaupt als Zug relativ flott unterwegs im Vergleich zu so manch anderer Strecke. Da kommt uns der nächste Zug entgegen. Also ein sehr ausgetüftelter Fahrplanmodus mit vielen Zügen. So, Polmont ist die nächste Station, wo wir durchsausen werden. Hier haben wir gleich mit dem nächsten Viadukt, zu dem wir jetzt überqueren. Dann stelle ich natürlich mal wieder die falsche Seite ein. So, ist auch so ganz bekannt hier, die historischen Viadukte auf den britischen Strecken. Die haben wir einiges. Ihr habt es ja gesehen, einige Tunnel, einige Viadukte. So, jetzt können wir gleich wieder beschleunigen, weil wir jetzt gleich wieder runterfahren dürfen. Macht halt Spaß, über diese Strecke zu brettern. Wie gesagt, ich mag ja persönlich immer solche Personenzugstrecken, wo eben gleich zwei große Städte verbunden sind, beispielsweise eben, um jetzt mal den Quervergleich zu ziehen, die Strecke Köln-Aachen ist so eine der schönsten Strecken. Was ich mir natürlich hier für diese Strecke noch wünschen würde, einfach der Abwechslung wegen, dass man vielleicht noch die Möglichkeit schafft, irgendwie, sofern dort Güterverkehr zum Beispiel stattfindet, dass es vielleicht noch ein paar Güterzugfahrten im Fahrplanmodus gibt oder vielleicht eine neue Güterzuglok, wo wir eben noch ein bisschen Abwechslung dann bekommen, denn es ist natürlich, wie gesagt, drei optionale Fahrplanfahrten plus eben der Rest alles mit diesem einen Zug. Ja, das muss man dann natürlich auch mögen, muss man ganz klar sagen. Aber wenn natürlich im Vorbild da auch nichts anderes unterwegs war in der Zeit, dann ist das halt so. Trotzdem aber, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, auch die Ausgestaltung links und rechts der Strecke,
lädt das schon ein. Also schöne, hübsche Landschaftsgestaltung. Also man sieht, dass es da auch immer weitere Fortschritte hier gibt in Transit Mode 3. Dass man das immer so weiter in die Tiefe gebaut wird. Das ist ganz klar ein Fortschritt, das kann man auch nicht so sagen. So, jetzt sausen wir gleich durch den nächsten Bahnhof. So, können wir unseren Fahrgästen noch irgendwas sagen? Please stay fast in train. So, wir müssen aber nächste Station bald mal ansagen. So, jetzt sausen wir jetzt erstmal hier durch Polmont und dann ist die nächste Station. Okay, Myfield Ed. Ah, da kannst du gar nicht draufklicken. So, dann können wir ja langsam mal anfangen, die nächste Station anzusagen. Gut, dann haben wir das gemacht. Also ihr seht sehr viele Geschwindigkeitswechsel, die wir hier haben entlang der Strecke. Und jetzt haben wir noch ein Signal, was ja Annäherung anzeigt. Das heißt, da werden wir jetzt gar nicht mal so groß beschleunigen. Wahrscheinlich sind wir so schnell. Ihr seht ja, wir sind ja, könnten das eigentlich pünktlich schaffen. Aber ihr seht ja selber, dass sich anscheinend hier wieder ein Zug vor uns befindet, der überall hält. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt bei den Signalen. Bei den Signalstellungen. Ja, hier wird ein rotes Signal angekündigt. Das heißt, es gilt für uns erstmal hier. Okay, das nächste in 0,7. Ach, weil da direkt wahrscheinlich in Dings auch ein Zug steht. In Volk. Da steht wahrscheinlich gerade noch ein Zug, der dann entsprechend eben diesen Block dann erstmal frei machen muss. Also da hält wahrscheinlich gerade ein anderer Zug vor uns. Der hält uns dann natürlich wieder auf. So. Mal so auf das nächste Signal schauen. Ja, 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 da ist ein haltzeigendes Signal. Was das ist, das signalisiert ein haltzeigendes Signal. Wie weit ist das weg? Wie weit ist das weg? Ja, achso, das ist am Ende des Bahnhofs. Okay, da ist der. Das heißt, da könnten wir theoretisch also da einfahren, oder? Steht das jetzt vor oder nach dem Bahnhof? Also 0,7, 0,7. Das steht wahrscheinlich am Ende des Bahnsteiges. So. Okay, hier haben wir wieder einen kleinen Glitch. So, das gibt es ja auch auf der Strecke Kassel-Würzburg, diese Tunnel-Glitches, warum auch immer die entstehen. Das weiß ich nicht, also dafür bin ich. Ja, das Signal ist am Bahnsteigende. Okay, das heißt, wir können jetzt in Ruhe hier in Falkirk einfahren. Falkirk High. Da weiß man wenigstens gleich, wie diese Orte richtig ausgesprochen werden. So, hier ist diese Station, wo wir jetzt einfahren. Das heißt, wir können in Ruhe unseren Zug jetzt hier zum Halten bringen. Geht sowieso erstmal nicht weiter. Und das ist auch der einzige, der letzte Halt vor Glasgow. So, genau, da vorne ist nämlich das Signal. Mal sehen, dass wir auch wieder den ganzen Zug am Bahnsteig zum Stehen bringen. Ihr wisst ja selber, wie das ist. Also hier vorne ist aber das Signal. Ja, wir haben nicht viel Spielraum. Oh, Junge, Junge, Junge. Das wird eine enge Geschichte. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. So. Gut, dann macht die Türen auf. Wir sind sogar pünktlich. This is Falkirk High. So, kommt schon der nächste Zug angesaust. Das ist auch anscheinend ein Expresszug. So, so, also da haben wir wirklich Glück gehabt, was das Anhalten angeht. Da haben wir wirklich Entschuldigung, richtig Glück gehabt. So, ja, können wir mal schöne Screenshots hier bei der Gelegenheit machen. Gut, wir sind wir aber, glaube ich, fast schon wieder soweit abfahrbereit. Natürlich gibt es ja auch die Nebenaufgaben, wie zum Beispiel hier könnten wir jetzt rausspringen und noch eine Karte aufhängen. Das können wir vielleicht sogar machen. Ach nee, dann müsste ich ja erst die Tür wieder auf und zuschieben. Das dauert dann wieder zu lange. So, also dann ja, erst schon mal langsam zurückstellen.
So. Machen wir einmal die Türen zu. Wir haben immer noch ein Haltzeichen. Das schaltet jetzt erst um, wenn die Fahrgäste eingestiegen sind. Alles klar. Gut, dann los geht's. Nee, dann wählen wir natürlich. Können wir gleich richtig beschleunigen. Moment mal, so das hier, genau. So, begrüßen einfach nochmal die zugestiegenen Fahrgäste. Da hängt direkt die Oberleitung gerade im Bild. So. Natürlich sehen wir jetzt hier auch zum Beispiel diese neuen modernen Wolken, die es ja hier gibt. Wie gesagt, das Wetter habe ich eigentlich dynamisch noch eingeschaltet. Also es kann natürlich passieren, dass es auch nochmal vor Glasgow jetzt umschlägt. So, wann sollen wir denn da eigentlich ankommen? Oh, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wenn wir in Glasgow sein sollen, mal gucken, ob das pünktlich dann klappen wird. Ja. So, jetzt geht es erstmal auf 100. Das dauert sowieso ein bisschen. Können wir nochmal die Rauchenansage machen. Gehen. Nicht gleich auf der Höchstgeschwindigkeit. Ja, auf jeden Fall tolle Sache. Und ich finde, für die erste Strecke im Jahr 2023 ist es auf jeden Fall ein Hingucker. Das ist jetzt nicht eine Strecke, die irgendwo und nirgendwo ist, sondern eben, wo wir zwei Orte haben, die wirklich eigentlich jeder, der mal sich ein bisschen beschäftigt hat mit Großbritannien, Schottland, dem auf Anhieb natürlich wahrscheinlich diese beiden Städte einfallen, dass eben einfach die größten Städte auch sind. Also da hat man sich schon wirklich was einfallen lassen. Das ist, glaube ich, jetzt bislang die längste Strecke, die Rivet Games gebaut hat. Und das ist, glaube ich, auch die erste, nee, das ist die zweite elektrische Strecke. Und das ist, glaube ich, die längste Strecke, die Rivet Games entwickelt hat bislang für Trains in World 3. So. Wie lange haben wir dann noch bis Glasgow? Das könnte ja gar nicht mehr so weit sein. Wie gesagt, sind ja insgesamt 48 Meilen, 77 Kilometer. Das heißt, es ist nicht allzu lang. Aber es ist auch nicht allzu kurz. Ne? Also zum Vergleich, die letzte Strecke, die veröffentlicht wurde, Bremen-Oldenburg, die hatte eine Länge von 40 Kilometern. 44 Kilometer, um genau zu sein. Mit dem Zug durch die Gegend zu sausen, das muss man schon sagen. Die Ansagen, das ist echt ein tolles Feature, was man hier jetzt dazu. Was man jetzt hier dazu, was ist das eigentlich für eine Ansage? Okay, ach, da sagt ja noch mal die Baureihe an. Okay. Da ich auch so eine Endstation oder irgendwas sagen, oder sagt er dann vielleicht selber. Das habe ich, glaube ich, da noch nicht gefunden. So, den nächsten Ort Croy, da sollen wir auch erstmal überfahren. So, jetzt kommen wir durch ein bisschen, ja, ich schaffe das nicht so ganz, die Geschwindigkeit hier zu halten. Fahrzeitmäßig her könnte das Ganze ganz gut passen. Natürlich die Station noch nicht so ganz im Kopf. So, hier können wir auch mal. Das vielleicht sogar die ersten Ausläufer der Highlands, aber die werden wahrscheinlich noch zu weit weg. Aber so die Landschaft und so ist doch schon sehr stimmig, oder findet ihr nicht? So, auch die erste Autobahn überquert, hier eine Baustelle, so ein Lager oder was, was sich hier befindet. Also man sieht schon hier viele Details auch abseits der Strecke. Was ja auch neu ist oder erstmals umgesetzt wurde,
Das ist die Möglichkeit, dass wir an den Bahnhöfen diesmal auch die Aufzüge benutzen können, also die Fahrstühle. Das funktioniert so ähnlich wie, falls ihr die Holiday Express Videos gesehen habt von mir, da war das ja auch schon möglich, Fahrstühle zu benutzen. Und genauso funktioniert das hier bei den Endbahnhöfen auch, dass wir quasi im Fahrstuhl eben nicht mehr die Treppen zwingend nehmen müssen, sondern dass wir auch die Fahrstühle nutzen können. Ich finde auch, dass die Szenarien, die 5 Szenarien, auch eine sehr schöne Idee sind. Die sind da zu jeder denklichen Jahres- und Tageszeit angesiedelt. Im Fahrplanmodus, da können wir ja Monat- und Wetterbedingungen selber nehmen. Und in den Szenarien ist das ja schon vorgegeben. Genauso im Reisemodus. Es gibt natürlich auch hierzu einen Reisemodus. Wo liegt der Unterschied? Der Reisemodus, der vereinigt zum einen Fahrplanfahrten und Szenarien, dass man da bestimmte Aufgaben abgeschlossen haben muss. Und zum anderen, das sind auch für die Fahrplanfahrten dann schon, wenn ihr das direkt im Reisemodus startet, eben auch die Wetterbedingungen eben vorgegeben. Da müsst ihr nicht überlegen, bei welchem Wetter ich denn heute fahren, sondern da nimmt euch das Spiel die Entscheidungen ab. Ja, was steht denn noch so für das Jahr 2023 hier in den Startlöchern für TXW 3? Einiges. Also zum einen, ist ja ein gewisser Teil schon angekündigt worden, was kommen soll, nämlich die deutsche Strecke Nittertalbahn mit der Baureihe 628. Das Ganze soll wohl im Jahr 1992 angesiedelt sein, soweit ich das gelesen habe. Und zum anderen soll es wohl den Acela Express geben. Da vermuten einige dass dieser Acela Express wohl schon im Februar kommen könnte. Es gibt dazu noch keine offiziellen Informationen, aber offizielle Informationen gibt es, dass hier nämlich gleich ein halbzeitiges Signal kommt. Und wir relativ schnell hier auf dieses Signal zubrettern. Das ist eine offizielle Option, weil hier vor uns wahrscheinlich noch ein Zug war. Das ist da vorne. Das ist hinter dem Bahnhof, ist das anscheinend, oder? Okay, hier muss man also bestimmte Wegpunkte passieren, um die Signale freizuschalten. Das ist wahrscheinlich, damit wir nicht zu schnell in Glasgow ankommen. 10 Meilen sind es jetzt noch bis Glasgow Queen Street. Haben wir also relativ auch schnell die beiden großen Bahnhöfe in Glasgow bekommen. Wie gesagt, die Glasgow Central Station, die gibt es im DLC Glasgow Circle Line. Und Glasgow Queen Street jetzt hier im Rahmen des DLCs Glasgow Edinburgh. So, aber nochmal zurück, also Ankündigungen für 2013, die bekannt sind, wie gesagt, Acela Express, möglicherweise im Februar, und die deutsche Strecke Nittertalbahn von Transam Germany. Und da wurde nochmal, Transam Germany arbeitet ja auch an den 420 und der 232, feststeht, die Nittertalbahn soll laut Entwickler vor der 420 kommen. Das wurde jetzt auch mal bekannt im Forum von Felsim.de. Dann gibt es aber auch noch einige dann soll es noch ein Rail Tour Steam Expansion für die Strecke West Cornwall Local geben, ebenfalls von Rivet Games. Das soll wohl eben Dampflokfahrten geben. Und dann gibt es aber auch einige Unbekannte, nämlich ein Erweiterungspaket für eine amerikanische Güterzugstrecke, also wo wahrscheinlich neue Szenarien und neue Wagen dabei sein könnten. Außerdem soll es auch noch ein DLC, was war das, was da noch, da soll es noch eine amerikanische moderne Strecke geben, wo aber auch noch keiner weiß, was für eine das ist. Ich habe da eine gewisse Vermutung, welche es sein könnte, weiß da aber nichts Offizielles, aber elektrifiziert. Also ich vermute, dass es da möglicherweise ein Teil des Northeast Corridor sein könnte. Aber wie gesagt, da gibt es keine offiziellen Informationen dazu. So, in gut 10 Minuten sollen wir in Glasgow Queen Street sein. Mal gucken, hier müssen wir immer noch auf die Signale aufpassen. Deswegen gucke ich hier meist im Führerstand, anstatt die schöne Landschaft zu genießen. Mal schauen, also wunderschöne Landschaften auf jeden Fall. Also das Landschaftsbild ist echt gelungen. Das ist ja, glaube ich, auch die erste richtige Hauptstrecke, die von Rivet Games gemacht wurde, wo wirklich viel Verkehr unterwegs ist. Na gut, okay, Sursee war auch eine Hauptstrecke, aber die war relativ kurz, aber es ist die erste wirklich längere Hauptstrecke jetzt hier von
Riven Games. Ich finde, sie ist sehr, bei dem, was ich bis jetzt so sehe, ich finde, dass die Strecke sehr gelungen ist. Oder seid ihr da unter? Aber jetzt nochmal zurück, wie gesagt, Transit World 3. Ich finde, mit der Strecke legt man im Jahr 2023 einen sehr guten Start hin. Es gab ja auch schon vor ein oder zwei Wochen ein sehr großes Update für Transit World 3, wo vor allem viele Bugs behoben wurden. Also ihr seht auch, dass DovTail Games hier das Feedback der Community, das sachliche Feedback, was alles nicht so stimmt, dass das wirklich ernst, meiner Meinung nach ernst genommen wird. Natürlich kann man nicht alles korrigieren oder einfach so größeren Content kostenlos hinzufügen. Das geht natürlich nicht ohne weiteres. Aber das Ganze macht schon den Eindruck, dass wirklich, wie gesagt, sachliches Feedback wirklich sehr ernst genommen wird und wenn, sofern möglich, eben auch korrigiert wird. So den Eindruck habe ich hier persönlich schon. So, 5 Meilen sind es noch und wir müssen echt auf die Signale jetzt immer weiter achten. Ich ahne schon, dass wir in Glasgow noch vor dem roten Signal stehen werden, weil wir ein bisschen zu früh hier am Start sind. Dafür, dass wir hier durch jeden möglichen Bahnhof sausen. Man sieht auch, glaube ich, hier, dass wir die Rush-Hour-Passagiere haben. Also es sind deutlich mehr Passagiere jetzt hier an den Bahnhöfen unterwegs. Das ist ganz deutlich festzustellen. Finde ich auch gut so, dass du dich immer an solchen menschenleeren Bahnhöfen hältst. Das ist ja auch im Vorbild nicht so. Die Zeit könnte es so sein, Berufsverkehr vorbei, aber an den Großstädten, da hast du jetzt eigentlich immer, da hast du immer was los, du hast immer Leute, die irgendwo hin wollen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Nächste, hier kündigt sich zum Beispiel schon eine Geschwindigkeitsreduzierung an auf 85 Meilen pro Stunde. Wir kommen hier mit 100 angesaust. Aber ich mache mir ja eher so ein bisschen so um die Signale. Die Fahrweise der Class Tower 85, wenn ihr hier im Spiel schon mal einen englischen Nahverkehrszug gefahren habt, beispielsweise auf Süd, auf Southwestern Highspeed, Southeastern Highspeed natürlich, wenn ihr dort schon mal einen Zug, diese Nahverkehrszug gefahren seid, dann werdet ihr auch mit diesem Zug sehr schnell umgehen können. Wir steuern das Ganze hier mit einem Copy-Hebel, also die Fahrweise einfach. Auch die Zugsicherungssysteme DWD und AWS eigentlich sehr einfach. AWS ist sowas wie die SIFA. Und DWD, das ist auch sowas, dass wir eben Signale, die auf Annäherung stehen, eben einfach quittieren müssen. Also das ist nicht so hochkomplex wie die deutsche PZB. Und natürlich können die Zugsicherungssysteme freiwillig genutzt werden. Ich mache das ganz gerne, weil ihr euch das ja auch im Let's Plays gewünscht habt. Aber sie müssen nicht genutzt werden. Das muss ich auch nochmal ganz klar hinzufügen. Sie müssen nicht genutzt werden. Wer sie nutzen möchte, kann das tun. Hat da völlig freie Wahl. Wer sie nicht nutzen möchte und eines von beiden nutzen möchte, kann das auch tun. So, 84 statt 85. Wir kommen ja wirklich viel zu früh an, so wie das Ganze aussieht. Wenn wir jetzt nicht komplett noch vor dem roten Signal sind. So, hier sind 85, davon kommt dann 70. Also gleich die nächste Reduzierung. Da wir uns in Glasgow nähern. Und da sehen wir auch schon so die ersten Vororte von Glasgow. Die ganzen Vororte. Also man merkt schon, hier nähert sich die nächste größere Stadt. Lass mal den einfach mal einrollen. Gemütlich hier. Erreichen, habe ich alles schon, wie gesagt, dass wir noch irgendwo vom roten Signal stehen werden. Im Übrigen, ja, ich teste die Szenarien vorher nicht, also die Fahrten, die ich eigentlich mit euch zusammen machen möchte, ich starte die zwar kurz, gucke mal im Fahrplan rein, ob das mit der angegebenen Zeit so passen könnte, aber ich teste das nicht vorher, oder so wie das einige meistens immer vermuten. Ne, das mache ich wirklich nicht, also, so, das ist natürlich ein bisschen knapp jetzt hier, das werden wir nicht ganz vor der Begrenzung schaffen. So, deswegen haben wir jetzt wieder leider Geschwindigkeitsüberschreitung. Komm, geht doch noch ein bisschen. So, jetzt ist es. Können wir den ruhig rollen lassen. Da verliert er genauso an Geschwindigkeit. Wie gesagt, na gut, 5 Minuten noch. Vielleicht stehen wir doch nicht so vor dem Signal. So, jetzt müssen wir erstmal die nächste Station ansagen. Sagt aber auch nicht an, dass es die Endstation ist. Aber das müssen wir wahrscheinlich nochmal separat irgendwo anwählen. Ihr seht es ja hier, da sieht es schon ein bisschen mehr so nach Stadt. Zumindest sofern ich das wahrnehmen kann. Aber wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, hier die Geschwindigkeiten weiter zu reduzieren. Jetzt kommt nämlich die nächste Begrenzung nur noch auf 30 Meilen. Das müssen wir auch quittieren, Geschwindigkeitsreduzierungen. Aber es ist zum Glück so entgegenkommt, das System,
dass wir jetzt nicht in etwa noch auf da beschleunigt ja sogar, wenn wir auf Stufe 1 sind, weil sie jetzt hier oh, hier geht es ja auch relativ steil bergab, okay. So, da kommt gleich der nächste Tunnel. Wir bremsen viel zu früh. Aber nähern uns unsere Rennstation, sind also gut durchgekommen. Ja, wirklich so, wenn du die Bremse löst, da rollt er. Also bei 2,2%, da rollt auch dieser Zug bergab. Bei 0,1 hat er das nicht gemacht. Und hier erwartet uns natürlich ein Signal, was er schon ankündigt. Obwohl, das ist dann schon die Endstadt. Wieso ist denn jetzt hier schon die Firma? Hä? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So. Hier auch gleich diese 20, die wir jetzt auch nicht ganz... Oh doch, die schaffen... Das schaffen wir sogar. Die... Okay, hier, oh, hier dürfen wir gar nicht so doll. So, ist das nächste, was uns jetzt ein haltzeigendes Signal ankündigt. Okay. Aber der Zug hat ein relativ gutes Bremsverhalten. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber hat grundsätzlich... gutes Fahrverhalten, also nachvollziehbares gutes Fahrverhalten. So, am Ende des Tunnels, also beide Endbahnhöfe werden quasi über Tunnel erreicht, wo wir jetzt unter dem Stadtzentrum von Glasgow, wir können uns das ja mit dem Fahrstuhl noch anschauen jetzt am Schluss, müsste ja glaube ich auch klar sein. Edinburgh, wo habe ich es gesehen? Wie gesagt, es gab ja am 24. hier zu dieser Strecke einen ersten Livestream von DTG. Ich schaue mir die meistens nicht an, die Livestreams, weil ich die Strecke selber mit euch zusammen entdecken möchte. Also wie gesagt, das ist auch meine erste Fahrt hier über die komplette Strecke mit euch zusammen. Das ist halt so ein einmaliges Erlebnis, wenn du alles schon kennst oder weißt, wo was ist. Das ist ja dann auch wieder was anderes. So, am Ende des Gleises haben wir dann unser... So, hier halten wir links... seitig. Geht es also nochmal über den Gleiswechsel. Da vorne ist dann der Haltepunkt. Einfahrt in Glasgow, Queen Street. Unsere Endstation für heute. Next station is Glasgow, Queen Street. Scheibengleister, jetzt gibt es gleich ein richtiges Bumm. Okay, aber wir sind nicht entgleist. Die Fahrgäste dürften aber einen Schreck bekommen haben. Also, das ist, This is Falkirk High. Nein, das stimmt doch gar nicht. This is Falkirk High. Okay, also ihr seht, funktioniert noch nicht so ganz so, wie es soll. Also, Glasgow erreicht, ein bisschen einen leichten Pufferschaden wahrscheinlich davon, aber zahlt alles die Versicherung. Aber ich glaube, wir werden hier aufgrund des Aufpreises zum Gespräch gebeten. So, wir schauen uns die Auswertung an. Es reicht ja trotzdem für Gold. Also die Statistik passt. Und ja. Gefahren sind wir in der Tat nur, das stimmt sogar mit den 43 Minuten, Respekt für die super Zeit. So, wir kehren aber ins Spiel zurück und da können wir uns ja nochmal hier so ein bisschen in Glasgow, wartet mal, jetzt gehe ich mal hier, können wir mal versuchen, hier sehen wir also die Station Glasgow Queen Street. Wie gesagt, die ist gerade mal 500 Meter von der Sandwich Station entfernt, aber weil die Bahnhöfe unterschiedlich liegen, also in unterschiedliche Richtungen liegen, deshalb sind die nicht miteinander verbunden. Hier können wir so ein bisschen einen kleinen Blick nach außen werfen. Also man sieht hier schon, dass wir hier in der großen Stadt sind. Das ist ganz klar zu sehen. Hier hinten sind wir auch viele historische Gebäude. Aber wir kommen... Warte, da müssen wir das anders machen. Ach, da kommen wir gar nicht raus aus dem Gebäude. Okay. Gut, dann... Ja, okay.
würde ich sagen, beenden wir das heutige Video. Wir werden uns im folgenden Videos noch häufiger, wenn ihr Interesse dran habt, hier umschauen. Aber das war so unser erster Eindruck hier mit ScotRail Express und unserer neuen ersten Strecke hier für Transam World 3 im Jahr 2023 von Glasgow nach Edinburgh, beziehungsweise von Edinburgh nach Glasgow Queen Street. Ich muss sagen, groß und ganz gefällt mir die Strecke, schöne Landschaft. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch die Strecke auch gefällt und wenn ihr Lust auf weitere Videos hier dazu habt. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.